Hallo liebe Leute und willkommen zur Lessmas. Heute zeige ich euch diesen Make-up-Look und der ist sehr, sehr special, sehr besonders, denn ich benutze hier nur eure Favoriten. Alle Produkte, die ihr mir weiterempfohlen habt, alle Produkte, die ihr liebt jeden Tag, alle Produkte, die ihr mir einfach unter den Kommentaren aufgelistet habt, bei dem Video, wo ich mich mit meinen Favoriten geschminkt habe. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt, alles runterzutippen, was denn eure Favoriten sind. Ich habe mir richtige Listen geführt, wo ich alles aufgeschrieben habe, welches Produkt wie oft in den Kommentaren steht und so. Ich habe schon probiert, auf jeden Fall die Produkte zu kaufen und jetzt zu benutzen, die am häufigsten in den Kommentaren vorkamen. Manche Produkte wurden kaum erwähnt, wie zum Beispiel Lidschattenpaletten oder generell Lidschatten habe ich fast gar keine Empfehlungen bekommen. Da habe ich ein bisschen improvisiert und bei den Augenbrauen habe ich etwas improvisiert, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und jetzt geht's los mit diesem Look. Viel Spaß! So, dann legen wir mal los. Ich bin schon ganz aufgeregt. Also, dann starten wir mal mit dem Primer und als Primer habe ich hier, weil ihr ausgesucht habt, von The Ordinary High Spreadability Fluid Primer. Und zwar eben von The Ordinary. Und ich muss sagen, das war gar nicht so einfach zu finden. Ich musste richtig recherchieren, um diesen Primer zu finden. Ich muss wirklich aber sagen, ich halte von The Ordinary sehr viel. Ich finde die Marke sehr, sehr gut. Ich habe auch schon ein Serum davon aufgebraucht. Und deswegen habe ich mir gedacht, wird der Primer sicherlich auch sehr, sehr gut sein. Und ich habe den so oft in den Kommentaren gelesen, dass mein Interesse sehr geweckt wurde. Deswegen habe ich den mitgenommen und bin super gespannt, wie er jetzt funktioniert. Anwendungsempfehlung: als letzten Schritt des Hautpflegeprogramms als Make-up-Grundlage anwenden. Parfümfrei. Unterstützt das Make-up, sichtbare Verbesserung der Oberflächenstruktur, Hydrierung. Das klingt alles wunderbar. So, dann werde ich mir das mit der Pipette direkt auf das Gesicht auftragen. Also, es hat sich super verblenden lassen, fühlt sich auch sehr, sehr gut an auf der Haut. Liegt richtig schön weich. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt. Vielleicht wird es auch mein Favorit. Als nächstes haben wir die Foundation. Und auch die haben so viele empfohlen. Also ich konnte praktisch nicht anders. Ich glaube, das war von allen Foundations, die überhaupt jemand empfohlen hat. Also es gab so einige Produkte, die haben wirklich nicht so viele empfohlen. Also zum Beispiel Lidschatten hat fast gar keiner überhaupt irgendwas geschrieben. Aber zu Foundation haben wirklich viele was geschrieben und die meisten haben empfohlen die Clinique Even Better Glow Light Reflecting Make-up SPF 15. Ich habe das gekauft in der Nummer CN28 Ivory. Und hier muss ich gestehen, war mein Interesse natürlich zum einen total geweckt, weil das ganz viele empfohlen haben. Und zum anderen, ich habe noch überhaupt keine Produkte von Clinique. Starte ich mal damit mit eurer Empfehlung. Vielen Dank übrigens. Okay, also, so schaut das Fläschchen aus. Ich werde das mal auf meinen Finger auftragen und dann auf mein Gesicht. So wie immer. Dann verblenden wir das mal. Sie ist mir etwas zu hell. Ich muss auch gestehen, ich habe sie mir gekauft, bevor ich nach Sydney bin. Ich habe mich natürlich um die Produkte so nach und nach gekümmert. Und das Video mit meinen Favoriten, wo ich euch nach euren Favoriten gefragt habe, ist ja auch schon eine Weile her. Aber es hat teilweise habe ich die Produkte im Douglas bekommen, teilweise musste ich sie beim Bräuninger oder bei Sephora bestellen. Und weil ich halt eben auf Reisen war, hat sich das alles verzögert. Also die Foundation fühlt sich gut an, sieht sehr natürlich aus, hat sich super verblenden lassen, ist ein bisschen zu hell, aber vielleicht kann ich das gleich mit dem Bronzer ausgleichen. Ja, also sie fühlt sich gut an auf der Haut. Glowy, weiß ich nicht, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Oder? Was steht hier drauf? Genau. Even Better Glow. Wahrscheinlich soll man natürlich aussehen, aber eben mehr glowy als ohne Foundation. Also die liegt perfekt auf der Haut. Sie hat eine schöne Deckkraft, eine angenehme. Trotzdem sieht die Haut sehr natürlich aus. Sieht einfach aus, als wäre das meine Haut nur in schöner. Also man sieht, finde ich, überhaupt nicht, dass ich eine Schicht Foundation drauf habe. Werde ich auf jeden Fall mal öfters benutzen. Ich liebe ja Foundations, ne? Und das meiste, wovon ich mich nicht trennen konnte, bei meinem Make-up-Ausmist-Video, das ich euch verlinke, waren auf jeden Fall Foundations. Da habe ich
so gut wie alle behalten. Okay, dann kommen wir zum Concealer. Auch das war eine kleine Investition. Beim Concealer habt ihr euch entschieden, wirklich, auch die meisten haben das geschrieben, von Becca, Perfekte Concealer in Medium. Aqualuminous Perfecting Concealer. Ich habe den mir gekauft in der Farbe, ja, Medium eben, genau. Weil ich wollte nicht unbedingt highlighten, sondern einfach abdecken. Das heißt, ich wollte, dass der Ton möglichst meinen Hautton trifft. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht zu dunkel ist, weil das war natürlich super kacke. Okay, also, das Problem mit dem Concealer ist jetzt, dass er natürlich leider zu dunkel ist für meine derzeitige Hautfarbe. Beziehungsweise fällt es nur so auf, weil meine Foundation zu hell ist. Oh no! Ich wünschte, das wäre ein bisschen andersrum. Aber andererseits, wenn ich das verblende, dann geht es eigentlich. Oder? Sowas hatte ich auch noch nie, muss ich euch sagen, Leute. Dass mein Concealer dunkler war als die Foundation. Aber ich sag mal so, ich finde das jetzt auch nicht so wild. Wir werden einfach mal weitermachen und schauen, wie sich das entwickelt. Aber generell, wie die Base aussieht und wie sie sich gerade anfühlt, finde ich sehr angenehm. Hier steht zwar Corrector drauf, aber ich weiß nicht, benutze ich den alle als Concealer oder wie? Oder habe ich den falschen gekauft? Ich hoffe nicht. Und setten werden wir den ganzen Spaß mit einem Puder von Charlotte Tilbury. Okay, je weiter ihr das Video schaut, desto mehr werdet ihr wahrscheinlich merken, wie viel ich wirklich investiert habe. Aber das habe ich gerne gemacht, weil es sind alles sehr tolle Brands und auch super Produkte, von denen ich auch schon mal gehört habe. Deswegen war ich natürlich sehr interessiert und habe mir gedacht, ja, zum Glück habt ihr das draufgeschrieben, weil dann habe ich einen Grund, das zu kaufen. Und zwar schaut die Verpackung so aus. Wunderschön. Ihr kennt sicherlich Charlotte Tilbury schon. Und ich habe mir davon das Airbrush Flawless Finish Skin Perfecting Micro Powder in auch Medium gekauft. Das sieht einfach so wunderschön aus schon. Oh mein Gott. Hier ist auch ein Spiegel drin. Und das ist eben ein Puder zum Setten. Ich werde meinen Pinsel nehmen, mit dem ich normalerweise mein loses Puder auftrage. Und werde die Partie unter meinem Auge setten. Und auch hier merke ich gerade, dass Medium zu dunkel ist. Oh no. Wobei dieses Puder, glaube ich, auch nicht gerade dafür gedacht ist, unbedingt nur die Partie unter dem Auge zu setten, sondern generell für das ganze Gesicht. Deswegen nehme ich einen größeren Pinsel und gehe hier mal so rein und dann über mein ganzes Gesicht. Und ich habe ganz oft gelesen, dass man damit so einen Effekt erzielt, als hätte man so einen Filter über das Gesicht gemacht. Die Idee finde ich natürlich sehr schön. Das wäre auf jeden Fall meine Base bisher. Ich muss auch sagen, dass auch ohne Puder mir das sehr gut gefallen hat. Das Einzige ist jetzt, was ihr natürlich nichts dafür könnt mit euren Empfehlungen, dass es hier mir ein bisschen zu dunkel ist. Ich wünschte, das wäre ein bisschen heller, aber vielleicht kommt mir das nur so gerade vor. Ich schminke mal den Rest fertig und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Bei dem Bronzer, muss ich sagen, haben fast alle geschrieben, der Butterbronzer. Und den hatte ich schon. Das ist euer Favorit, eindeutig. Und damit werde ich jetzt mein Gesicht aufwärmen. Der Butterbronzer von Physicians Formula, den hat man ja früher nur in Amerika bekommen. Den kann man jetzt auch bestellen beim Douglas. Ich habe den noch aus Amerika. Und mit dem werde ich jetzt mein Gesicht aufwärmen, um dem so ein bisschen Dimension verleihen. Ich muss auch sagen, dass auch ich den Butterbronzer sehr gerne mag. Aber ich benutze den irgendwie nicht so oft, weil ich muss sagen, dass dieser Kokosduft mir ein bisschen zu stark ist. Das verfliegt zwar, aber beim Auftragen schon finde ich das so ein bisschen zu intensiv. Wie geht's euch dabei? Habt ihr euch daran gewöhnt? Stört euch das gar nicht? Oder der lässt sich so toll auftragen auch. Die Konsistenz ist mega butterweich. Butterbronzer. Zum Konturieren habe ich jetzt keine Produkte in euren Kommentaren erkannt oder gesehen, gelesen. Weil ich glaube, das benutzen nicht so viele so zusätzlich. Die meisten benutzen einfach nur einen Bronzer. Also die meisten, nicht alle, aber so die Masse. Okay, dann geht es weit. Also bisher, finde ich, sieht es schön aus. Und auch hier hat sich alles super toll ausgeglichen. Und auch beim Blush, muss ich sagen, gab es nicht so viele Vorschläge. Eine Person, die wirklich regelmäßig kommentiert, hat geschrieben, dass sie am liebsten den Blush von MAC benutzt in der Farbe Warm Soul.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, das werde ich ausprobieren. Da vertraue ich darauf und ich bin sowieso auf der Suche gewesen oder ja, vielleicht bin ich immer noch, I don't know, probiere ich gleich aus, nach einem neuen Blush, der mir gefällt, der natürlich aussieht und schön. Okay, der ist ein bisschen schimmrig, sehe ich. So bronzy, altrosé. Sehr natürlich, der wird sehr natürlich aussehen. Ich glaube, der ist aber so ein glowy Blush. Werde ich mal ausprobieren. Sehr gespannt. Oh ja. Oh ja. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Oh Leute. Also von der Farbe her gerade, muss ich sagen, ist das definitiv ein Blush, den ich gesucht habe, schon immer. Und gerade muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich ihn mir so gekauft hätte selber. Weil der sieht schon sehr natürlich aus. Also man denkt so, ja, bringt er überhaupt irgendwas? Ich liebe es. Ich liebe, dass er so glowy ist. Dass er auf jeden Fall so ein bisschen schon in die Rosé-Richtung geht, aber auch nicht zu stark. Der macht den Look so ein bisschen vollkommener. Oh, das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank für deine Empfehlung. Leider habe ich natürlich nicht die ganzen Namen parat und gespeichert, aber die, die das empfohlen haben oder hat, weiß es. Und als Highlighter, meine lieben Leute, als Highlighter haben ganz viele geschrieben, war ich total überrascht, von Becca, haben ganz viele von Becca den Highlighter genannt, den Opal, den ich auch schon habe und benutze. Und ich dachte, ich benutze mal was Neues, was anderes. Und zur Abwechslung mal was aus der Drogerie, und zwar von DM, von Trended Up. Und zwar der Natural Radiant Highlighter in der Farbe 10. Wow. Auf jeden Fall ist die Nummer 10, sieht so champagnermäßig hier drin aus. Also, aber es ist schon ein sehr kühler Highlighter. Und der gibt mega gut Farbe ab. Also der ist echt klasse pigmentiert. Boah, Leute. Den finde ich gerade auch richtig Hammer. Und ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu viel davon nehme. Ich gehe nochmal mit dem Bronzer-Pinsel darüber, um das zu verblenden. Also ich muss sagen, bisher gefällt es mir richtig gut. Und Base ist für mich wirklich mein allerliebster Schritt. Und mit dem beschäftige ich mich sehr gerne und sehr lange. Mir gefällt die Foundation, mir gefällt auch der Concealer, der rutscht nirgendwo hin. Also die Produkte sind bisher alle super. Okay, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Für die Augenbrauen habe ich irgendwie leider auch nicht so viele Kommentare bekommen. Beziehungsweise waren die meisten Kommentare zu den Produkten, die ich schon habe oder schon ausprobiert hatte. Deswegen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich habe hier so einen neuen Stift von Brow Contour Pro von Benefit, wo man sie so ganz oldschool hier so rausdrücken kann, wie früher, als man noch diese Stifte hatte, könnt ihr euch erinnern? Wo man so irgendwie einen Stift hatte mit 5 verschiedenen Minen drin in den verschiedensten Farben. Ich werde benutzen Lighter Shade und dann könnt ihr das hier so einmal aufdrehen. Ich habe jetzt nur die Farbe Lighter Shade benutzt. Dann nehme ich jetzt mal Deep Shade, um einfach meine Augenbraue außen zu betonen. Auf jeden Fall eine super coole Idee, das muss man wirklich sagen, weil wenn man unterwegs ist und irgendwie nicht 70 Sachen mitnehmen will, dann ist es optimal. Dann gibt es hier noch einen Highlighter. Das heißt, den gibt man direkt unter der Augenbraue auf, um so ein bisschen zu konturieren. Und das kann man wirklich ganz easy mit den Fingern verblenden. Um die Augenbrauen einfach so ein bisschen betonen, wenn ihr sie wirklich so gern habt, dass sie so rausstechen. Kommen wir schon zum Lidschatten. Und beim Lidschatten, Leute, habe ich so gut wie keine Tipps bekommen. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil die meisten von euch einfach keine Lidschatten benutzen. Das kann natürlich sein. Oder weil ihr keine Lieblingslidschatten habt, weil es einfach so viel auf dem Markt gibt. Aber bei einer Zuschauerin habe ich auf jeden Fall gelesen, dass sie gerne die Morphe Palette von Jaclyn Hill benutzt. Und ich habe mir gedacht, oh yeah, ich habe sie auch ganz neu. Ich habe sie vielleicht bisher zweimal verwendet. Ja, deswegen habe ich gedacht, werde ich sie in diesem Video auch nehmen. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich nicht eine Lidschattenpalette gekauft habe für dieses Video. Aber es gab wirklich nicht so viele Vorschläge. Und ich dachte, das ist vielleicht auch interessant, weil es auch so eine Palette ist, die man vielleicht nicht alle Tage sieht. Und ich werde mir damit jetzt einen Look kreieren. Und ich werde das jetzt einfach mal schnell abspielen. Und ich hoffe, dass das auch okay ist. Musik.
Okay, Leute, dann bin ich mal fertig mit dem Augen-Make-up, mit dem Lidschatten. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Also diese Lidschattenpalette, wie gesagt, habe ich jetzt zum dritten Mal oder so benutzt. Und ich kann sie euch wirklich sehr empfehlen. Ich werde mal schauen, ob ich sie bekomme. Irgendwo, ob ich einen Link dazu bekomme. Aber ich glaube, bei Beauty Bay wird sie noch verkauft. Falls sie noch verkauft wird, kann ich sie euch wirklich empfehlen, weil die ist mega pigmentiert. Und falls ihr auch grüne oder blaue Augen habt, wird jede Farbe davon eure Augenfarbe einfach sowas von betonen und schön aussehen lassen. Deswegen kann ich euch wirklich die Palette super empfehlen. Und jetzt benutze ich eine Mascara. Hier haben alle zu 98% die Glam & Doll Mascara von Catrice empfohlen. Das ist der Wahnsinn, wie beliebt diese Mascara ist. Ich muss sagen, ich habe sie einmal gehabt. Ich glaube, ich habe sie zu wenig benutzt. Ich habe sie, glaube ich, vielleicht eins, zweimal ausgetestet, habe mir gedacht, ich weiß nicht so genau. Aber weil ich sie eben schon ausgetestet hatte und schon mal hatte, wollte ich etwas probieren, was ich noch nie benutzt habe. Und zwar, was aber auch einige empfohlen haben, und zwar von Benefit die Roller Lash Mascara. Und ja, sie ist auch von einigen von euch ein Favorit. Ganz viele haben mir das auch geschrieben. Aber die meisten haben wirklich von Catrice die Glam & Doll Mascara empfohlen. So krass. Und ich werde jetzt aber zum ersten Mal diese Mascara benutzen. Und ich bin super gespannt, weil ich bin natürlich bei Mascara auch sehr picky. Und ich habe meine allerliebsten Mascaras. Und dass da eine mithalten kann, das ist so eine Frage. Also, was mir schon mal sehr gut gefällt, dass sie die Härchen super schön trennt und dass hier keine, dass sie nicht so bröckelt und dass nicht zu viel Produkt rauskommt, dass man hier gleich rumschmiert. Sie macht auf jeden Fall die Wimpern länger statt voller. Und um ehrlich zu sein, ist mein Ziel eigentlich, dass meine Wimpern voller aussehen. Weil mit der Länge bin ich eigentlich zufrieden. Ich trage jetzt mal auch eine zweite Schicht auf. Mein Akku war leer, Leute. Also, ich habe zwei Schichten von der Roller Lash Mascara drauf gemacht von Benefit. Und wisst ihr, was ich immer super gerne mache? Ich trage die Mascara in Zickzack-Bewegungen auf. Und wenn ich über den kompletten Wimpernkranz gegangen bin, dann gehe ich mit der Spitze nochmal von der Bürste über die Spitze meiner Wimpern drüber. Und so schaut das aus mit der Mascara. Wisst ihr, was jetzt kommt? Ein Lippenprodukt. Und dazu haben mir ganz viele, ganz viel geschrieben. Viele von euch benutzen auch Lip Liner und dann Lippenstift oder Lip Gloss oder ihr habt eure Lieblingskombis. Einige haben mir auch geschrieben, diese Lippenkombi erinnert mich immer an meinen Hochzeitstag. Voll süß. Weil es so viele Vorschläge waren und sich eigentlich fast nichts wiederholt hat, also da wart ihr wirklich alle sehr kreativ, habe ich einfach bei einer Zuschauerin, die mir auch regelmäßig Kommentare schreibt, habe ich mir gedacht, ach, dann nehme ich doch einfach mal ihren Lieblingslippenstift. Und der ist von MAC in der Farbe Cream in Your Coffee, Cream Sheen Lipstick. Und das habe ich auf jeden Fall auch mehr als einmal gelesen, aber insgesamt gab es wirklich so viele Vorschläge. Oh yeah. Natürlich habe ich ihn auch vorher gegoogelt. Hab gedacht, sollte schon auch einer sein, der mir vielleicht gefällt, von der Farbe her. Und mit MAC-Lippenstiften kann man eh nichts falsch machen, also mache ich den jetzt mal drauf. Diese Farbe ist vielleicht ein bisschen zu dunkel gerade. Was meint ihr? Pigmentierung mega, hat sich super auftragen lassen, wird auch lange halten, das weiß ich. Ich finde die Farbe auch sehr schön, ich finde den Ton super. Vielleicht hätte ich das von alleine nicht unbedingt ausgesucht oder gekauft, weil ich schon sehr viele ähnliche Töne habe. Ich finde, das passt auch ganz gut mit dem Augen-Make-up zusammen. Okay, dann fassen wir mal alles zusammen. Also, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr mir so viele Kommentare geschrieben habt unter diesem Video, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wirklich alles aufzulisten. Manche haben jedes Produkt von ihrer Make-up-Routine aufgelistet, alles aufgeschrieben, Nummern rausgefunden. Ich finde das so toll, es hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auch über alle Produkte, die ich mir jetzt neu gekauft habe. Und ich freue mich auf jeden Fall weiter zu benutzen und mehr ja, vertraut werden mit dem Produkt. Zum Beispiel die Foundation, der Primer, Concealer, Blush auf jeden Fall. Auch dieses Puder möchte ich noch häufiger benutzen, weil generell bin ich ja nicht so ein Typ, dass ich mein ganzes Gesicht nochmal mit dem Puder fixiere. Aber
wenn es wirklich so einen Filtereffekt hat, dann muss ich das mal öfters benutzen. Und ja, auch von dem Highlighter bin ich total angetan. Wirklich, trended up. Was wird der kosten? 3 Euro vielleicht. Finde ich mega. Die Lidschattenpalette haben vielleicht gerade nicht viele empfohlen, aber die kann ich euch jetzt auf jeden Fall auch empfehlen, weil die gibt wirklich sehr, sehr schön Farbe ab. Super tolle Qualität und ist auch nicht teuer. Morphe ist ja eigentlich eher ein günstigerer Brand. Auch die Lippenfarbe finde ich sehr schön. Auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich finde auch, dass der Look insgesamt zusammen so sehr gut passt. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch auch, dass ihr so lange auf das Video gewartet habt. Ich glaube, manche von euch haben schon ganz vergessen, dass sie da einen Kommentar darunter geschrieben haben. Also danke für eure Geduld. Danke sehr fürs Mitmachen. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Ich hatte wirklich kein einziges Produkt, das mir nicht gefallen hat. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob euch das Video gefallen hat und ob ich Produkte von eurer Empfehlung auch benutzt habe. Danke, dass ihr bei Olesmas dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin alles Liebe. Tschüss.